Eines Tages, als Coyote mit seinen Freunden den Fluss überquerte, wäre er beinahe ertrunken und verlor dabei alles, was er bei sich hatte. Der arme Coyote wurde sehr traurig und auch neidisch. Also forderte er die anderen Tiere zu einem Spiel heraus, um deren Habe zu gewinnen. Und es ist dieses Spiel, das wir in diesem Video erklären werden. Bei diesem Spiel erhält jeder Spieler 3 Augenkarten, vor sich ausliegend, 2 mit offenem und eine mit geschlossenem Auge. Dann werden die Spielkarten gemischt und jedem Mitspielenden eine Karte ausgeteilt, die mit der Rückseite zum Spieler im Kartenhalter vor diesen aufgestellt wird. Dazu wird noch eine verdeckte Karte in die Mitte des Tisches gelegt. Das bedeutet, dass man immer die Karten der anderen Spieler sieht, aber nie die eigenen. Die Spieler sind abwechselnd im Uhrzeigersinn an der Reihe. Wenn man an der Reihe ist, muss man eine Zahl ansagen. Diese muss kleiner als die Gesamtzahl der Karten im Spiel sein, aber höher als der vorherige Tipp der anderen. Nehmen wir also an, die Person auf der linken Seite ist der erste Spieler. Er muss das erste Gebot abgeben, nachdem er nur die Karten seiner Gegner, aber weder seine eigenen noch die verdeckte Karte in der Mitte gesehen hat. Die nächste Spielerin im Uhrzeigersinn kann dann entweder das Gebot mit einer höheren Zahl als die Person zur Linken erhöhen oder das Gebot anfechten. Wenn jemand das Gebot anzweifelt, behauptet er im Grunde, dass die Summe aller Karten im Spiel geringer ist als das vom vorherigen Spieler angegebene Gebot. Wenn jemand das Gebot anfechtet, werden alle Karten aufgedeckt und auf dem Tisch ausgelegt. Dann zählt man den Gesamtwert zusammen. Wenn der Gesamtwert niedriger ist als das vorherige Gebot, gewinnt man die Anfechtung und der vorherige Spieler verliert. Und das Gegenteil passiert, wenn der Gesamtwert gleich oder höher ist als das vorherige Gebot. Der Gewinner dreht eine seiner Augenkarten, die ein geschlossenes Auge zeigt, auf die Seite mit dem offenen Auge um. Und der Verlierer muss eine seiner Augenkarten komplett abwerfen. Wer gezwungen ist, seine letzte Augenkarte abzulegen, ist aus dem Spiel. In seinem Zug kann man eine Karte mit offenem Auge ausgeben, um, wie der Name schon suggeriert, einen Blick darauf zu werfen. Man kann dazu eine Augenkarte auf die Seite mit den geschlossenen Augen drehen, um heimlich einen Blick auf die zusätzliche Karte in der Mitte des Tisches zu werfen. Danach muss jedoch das Gebot zwingend erhöht werden. Diese Funktion können alle Spieler nutzen, mit Ausnahme des allerersten Zuges einer Runde. Gespielt wird so lange, bis nur noch eine Person übrig ist, die diese Partie Coyote dann gewonnen hat. Damit bist du bereit, dich erfolgreich durch dein erstes Kartenspiel Coyote zu bluffen. Viel Spaß!